Ja, guten Tag zusammen. Willkommen zurück zu 7 Days to Die Nordisch allein zu Haus. Und ja, ich muss mich erstmal als allererstes entschuldigen, denn ich muss mich erstmal dafür entschuldigen, dass ich hier gar keinen Platz habe. Was soll denn der Scheiß? Ah, na gut, machen wir uns erstmal, müssen wir uns ein bisschen erstmal entmüllen. Ich weiß nicht, ob ihr da konkret drauf wartet, ich unterstelle euch das jetzt einfach mal, dass nichts weiter kam von mir. Ich glaube, eine Folge habe ich ausgelassen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Tut mir leid, ich hatte so ein kleine technische Probleme, nichts Gravierendes, aber ich sag mal doch ein bisschen ein, ich sag mal doch Probleme, die mir so ein bisschen. Oh, ich troll echt. wenn man sich nicht konzentriert. Was wollte ich jetzt sagen? So schnell kann man mich aus der Fassung bringen. Liedohr wollte ich noch reinschmeißen. Genau, cool. So. Was wollte ich denn sagen? Ach so, ja. Wie gesagt, technische Probleme. Kleine technische Probleme, nichts Gravierendes. Aber halt ein bisschen zeitaufwendig, ein bisschen mit Rumdoktern verbunden. Insofern war das ein bisschen blöd. Und dann dachte ich mir, nee, mach dir keinen Stress. Und das Bascho. So, dafür habt ihr jetzt hier die Folge. Insofern auch nicht ganz uninteressant, denn es gibt ein paar. Naja, ein paar ist vielleicht übertrieben, aber es gibt Neuigkeiten, was den Patch angeht. Madmull hat sich dann doch so ein bisschen mal geäußert, wann denn da nun der neue Patch kommt. Er hat so ein grobes Zeitfenster abgegeben. Er sagte eventuell eine Woche bis wahrscheinlich zwei Wochen bis maximal vier Wochen. Das heißt, im Worst Case müssen wir noch einen Monat warten. Im Normalfall müssten wir jetzt noch zwei Wochen warten. Und wenn wir ganz viel Glück haben und alles perfekter läuft als perfekt, dann könnten wir vielleicht den Patch schon in einer Woche haben. So eine Art kann man das formulieren. Also seit. Ich muss ja mal horchen, ob da Zombies kommen. Nee, anscheinend doch nicht. Da wollte ich auch gar nicht ran. Da wollte ich ran. 12. So. Und so ist halt der Stand der Dinge. Nichts Genaues weiß man nicht. So ist es halt, nicht? Also man muss letztendlich, bleibt eh nichts anderes über. Wir müssen warten und gucken, wann da was passiert. Und ich bin aber, denke ich mal, so bis jetzt ganz guter Dinge. Die Pistole können wir eigentlich auch mal hier lassen, weil ich eigentlich nicht groß Munition dafür habe. Und ja, mehr gibt es da insofern auch schon gar nicht zu berichten. Obwohl doch, eigentlich gibt es schon noch ein bisschen was zu berichten. Es gab mir wieder ein paar neue Fotos von Madmull, wo er auch zum Beispiel einen Höhleneingang gezeigt hat. Also es gibt nun tatsächlich dann auch Höhlen im neuen Patch. Das könnte sehr interessant werden. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Höhlen was Bestimmtes zu bieten haben, ob man da irgendwelche besonderen Items finden kann, oder das weiß ich nicht, oder ob die einfach nur so da sind. Wird man auch sehen, muss ich vielleicht nochmal nachlesen. Ich kann auch nicht das ganze Forum dadurch forsten, also zumindest mache ich das nicht. So, einmal Wellness, das hatten wir auch hier irgendwas an Klamotten, das war glaube ich in der ersten Kiste. Können wir auch mal den Helm loswerden, was zu futtern haben wir auch. Die Painkiller können wir auch so ein bisschen aufteilen. Ich brauche vielleicht zwei mit. So, Blood Packs können wir auch nochmal loswerden. Das behalten wir nochmal bei uns, das auch. Oh, da müssen wir gleich reparieren. So, und dann haben wir noch ein bisschen Papier und Federn. Federn behalten wir auch nochmal da, weil ich Pfeile machen muss. Ja, gut. Soweit, so gut, dann kann ich das Fleisch auch wieder in die Tasche packen, denn meine erste Amtshandlung wird sein, hier so ein bisschen rumzukochen. So, machen wir erstmal auf 9 Minuten, machen wir erstmal ein bisschen Moment, bevor das wieder Ärger gibt. 12 mal Schwein haben wir und nur 9 mal Ei, das heißt, ich könnte mir zumindest 4 mal Schweinefleisch machen. Mais haben wir leider immer noch nicht. Das ist natürlich schade. Was ist das? War auch Venison. Okay. Achso. Kochen. Achso, es war schon am Kochen. Sehr gut.
Gut, okay, dann brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Ich hatte doch auch was zum Reparieren gesehen, oder nicht? Irgendwo hatte ich doch noch Stripes gesehen. Da haben wir Stripes. Sehr schön. Das ist sehr schön. Dann kann ich nämlich gleich mein Spike Club reparieren. Jo. Ja, und was sie wohl auch geändert haben sollen, jetzt mal abgesehen von der Optik, sollen sie zum Beispiel auch geändert haben, die Rezepte werden teilweise, oder was heißt teilweise, da müsste ich lügen, ich kenne ja nun nicht alle Rezepte, aber sie haben wohl das eine oder andere Rezept haben sie ein bisschen vereinfacht. Zum Beispiel, ihr kennt ja die normale gemeine Steinaxt, jenem hier. Ups, wie, was? Achso. Die wird ja gemacht aus so einem Grasbündel, aus so einem geschärften Stein und einem Sticky. Das werden sie in Zukunft auch nicht mehr machen. Also beziehungsweise, das wurde, glaube ich, insofern, glaube ich, geändert, dass man, ja, man braucht jetzt diese Einzelteile nicht mehr craften. Also wenn ich das richtig verstanden habe, soll das in Zukunft so sein, dass du wirklich nur noch... War das ein Graser an Hase auf der Ecke da? Dass ihr wirklich nur noch die normalen Einzelteile braucht. Scheiße. Dass ihr nur noch die Einzelteile braucht und die nicht mehr umcraften müsst, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es gibt natürlich schon noch die Steinaxt, aber halt in einer vereinfachten Version sozusagen. Na, also das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Muss man sich natürlich insgesamt angucken. Das ist immer so schwierig. Einzuschätzen. Auf der einen Seite sagt man sich auch, Mensch, warum müssen sie es dann ändern? Man hat sich doch so dran gewöhnt und wer weiß, muss man sich anschauen. Aber ich meine, für sowas Simples wie Steinaxt muss man vielleicht jetzt auch nicht so ein großes Rezept machen. Also, ne, muss man sehen. Es ist halt schwierig. Muss man sich anschauen. Und ich denke aber mal, das passt schon. So, hier wieder Nei. Erstmal, ups, bisschen kochen. Ja, was habe ich noch vor? Eigentlich nicht mal allzu viel. Ich war auch schon überlegen, ob ich nicht dann diese Staffel auch mal so langsam beende. Aber ich dachte mir auch, so ganz ohne 7 Days to Die kann ich auch nicht leben. Deswegen dachte ich mir, ich mache mal hier oben meine Cobblestone-Wand noch ein bisschen weiter. Und mal gucken, vielleicht baue ich noch das eine oder andere. Ich muss mal sehen. Vielleicht habt ihr ja auch noch Vorschläge, wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt, dann sagt einfach Bescheid. Ach so, was ich auch noch machen wollte, stimmt, ich bin ja so ein Trottel. Ich wollte hier auch noch mein Dachapartment wollte ich hier auch noch mal zu Ende bauen. Das können wir auch noch mal kurz hochgehen, wie weit ich da überhaupt war. Ich habe das schon länger jetzt nicht mehr gespielt. Nee, so mal. Ja, okay, das heißt, wir müssten die Wände noch mal einziehen, aber so ein bisschen vorbereitet habe ich hier schon. Gar nicht schlecht. Ich will hoffen, dass der Boden das nachher trägt, nicht, dass es mir zusammenfällt nachher. Ja. Ich denke mal ganz gut. So. Da haben wir ja so für ein paar Folgen noch was zu tun. So, dann gehe ich nochmal runter. Da ist wahrscheinlich nichts gespawnt. Hätte mich jetzt auch gewundert. Und dann gehen wir erstmal noch runter. Ein bisschen kochen. Ja, das ist eigentlich so das, was ich so in letzter Zeit gelesen habe. Wahrscheinlich habe ich schon wieder die Hälfte vergessen, aber ich bin schon sehr gespannt. Ganz besonders eben halt auf Unity 5, aber das ist ja wie auch bei The Forest genau das Gleiche. So, jetzt kann ich mal hier einen Hasen kochen. Man muss es abwarten. Es gibt da so viele Sachen, die kann man jetzt halt wenig überblicken. Von den Bildern sieht es wahnsinnig geil aus. Also. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das sieht richtig, richtig gut aus. Ob das nachher performance-technisch natürlich dementsprechend läuft, muss man abwarten. Also ich bin da ganz ehrlich ein bisschen skeptisch, dass bei schöneren, besseren Grafiken, dass da der Rechner so ein bisschen leiden muss, könnte. Ja, ist natürlich so ein Ding. Ich habe hier wieder mal alles ausgerottet, ne? Wahrscheinlich. Auch keine Zombies in der Nähe. Habe ich gut gearbeitet, würde ich sagen. Oh, da hinten ist ein. Oh, Hirschilein. Hirschilein. Welchen nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir den als erstes?
Du darfst auch gerne stehen bleiben. Ich habe da jetzt kein Problem mit. Doch, Alter. Hier, Sheila. Zombie oder ich? Da ist ein Tisch. Einmal habe ich ihn. Da habe ich. Ja, was wollte ich sagen? Ich habe, wie gesagt, wahrscheinlich schon wieder die Hälfte vergessen, aber ich denke mal, die Alpha 11 wird auch richtig klasse werden. Also ich meine, man wartet zwar immer noch auf solche Sachen, wie ich auch schon immer sagte, wie na, sag schon, wie heißt das? Oh, jetzt komme ich nicht drauf. Achso, Motion Capturing. Da warte ich natürlich auch drauf. Oh, das war knapp. Da warte ich natürlich auch drauf. Genauso wie Goblox-System für Zombies. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn ich so diese Bilder sehe von Seven Days to Die, das würde mir alleine schon für ein Update locker reichen. Habe ich. Und da bin ich schon so gespannt. Und nachher, wie gesagt, die ganzen neuen Systeme. Aber ich werde natürlich zum Start der Alpha 11 werde ich natürlich ein Special machen. Werde natürlich wieder Patch-Note-Folgen machen. Ob da eine Folge reichen wird, das bezweifle ich so langsam, weil Matt Mole schreibt dann auch immer ganz gerne, dass sie Ewigkeiten dabei sind, dann ihre Patch-Notes zu formulieren und halt aufzuschreiben, was dann tatsächlich alles geändert worden ist. Und wenn die schon immer mehrere Tage brauchen und da wirklich DIN A4 seitenweise dann schreiben müssen, denn ja, dann kann man sich schon grob denken, dass man entweder alles einmal runterrasselt oder dass man da 2 bis 3 Patchnote-Folgen machen muss, um alles abzubilden. Aber auch da werde ich meinem System treu bleiben, dass ich mir nur die wichtigsten Sachen euch erzähle. Also jetzt nicht den kleinen Pups, aber schon die Sachen, die wichtig sind zu informieren. Ich denke mal, sowieso ein ganz großer Part wird das das Waffen- und Klamottensystem sein, das neue, das Leveling-System. Das wird schon, denke ich mal, einen relativ großen Part einnehmen, weil es ja nun in Zukunft dann doch interessanter sein könnte, welche Materialien man findet und mit was man mit wie was zusammenbauen kann. Und nur was ich mich so persönlich gefragt habe, nehmen wir jetzt mal an, ihr findet einen Teil für eine, keine Ahnung, für eine Shotgun beispielsweise. Das ist schon wieder ein leckerer kleiner Hirsch. Ja, so klein ist er gar nicht. Nehmen wir an, ihr findet jetzt ein Teil für eine Waffe, für irgendeine Schusswaffe, ist egal, sagen wir jetzt mal so für eine Shotgun. Den Lauf von einer Shotgun beispielsweise. Und der hat die Qualität mittelmäßig. Jetzt nicht ganz beschissen, aber halt mittelmäßig, dann würde ich mich fragen, ob man so ein Teil denn trotzdem noch per Mold gießen kann oder nicht. Das hat natürlich den Hintergrund, ob man in der Lage ist, mit einem minderwertigen Teil ein besserwertiges Teil herzustellen, weil man zum Beispiel, war das Schwein da vorne, weil man es eben halt gegossen hat. Nicht? Also das würde mich dann auch nochmal so interessieren. Oder ob man, wenn man jetzt tatsächlich ein mittelwertiges Teil hat, ob man damit auch nur dementsprechend Sachen herstellen kann. Ob man tatsächlich auch nur, da müssen wir gleich mal in die Richtung gucken gehen, ob man tatsächlich auch nur mittelwertige Sachen herstellen kann, wenn man das auch als Mold hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Nicht? Also ihr habt einen Pistolenlauf, der halt nur mittelwertig ist, kann ich damit auch nur mittelwertige Pistolenläufe herstellen oder kann ich das eventuell beim Gießen, beim Neugießen vielleicht sogar aufwerten? Da bin ich mal gespannt, denn ich hatte gehört, es soll sich ja so ein bisschen daran orientieren, wenn ihr jetzt, ach guck mal, da ist der Hirsch, daran orientieren, desto höher euer Level ist, desto bessere Teile findet ihr auch. So, wir haben ja richtig Glück, was das Fleisch angeht. Da bin ich ja äußerst begeistert. Noch irgendwo ein Viech zu sehen? Nee. Und das würde mich halt mal so ein bisschen interessieren. Also da das Leveling-System, das wird auf jeden Fall nochmal
vielleicht eine Folge an sich wert sein. Ich war eher am Überlegen, ob ich denn zu Alpha 11 dann ein neues richtiges Tutorial mache. Werde ich aber wahrscheinlich machen. Es gibt ja schon die Tutorials kochen etc. und so weiter und so fort. Und da werde ich dann wohl nochmal ein extra Tutorial machen, was letztendlich die Thematik hat. Waffensystem und Rüstungssystem, das schauen wir uns dann alles konkret an. Muss man erstmal, ja, denkst du, müssen wir natürlich erstmal gucken, was kommt. Wie das sich nachher letztendlich spielt, ob es das überhaupt wert ist, da ein eigenes Tutorial drüber zu machen. Und das schauen wir uns dann an und dann werdet ihr es ja dann pünktlich auf meinem Kanal sehen, sobald die Alpha 11 draußen ist. Waren wir da hinten schon? Ich glaube ja. Ich glaube, das war doch das mit dem großen roten Zelt, ne? Dann war ich da schon. Wo bist du? Du bist da unten. Okay. Ja, also sowas, soweit zu meinem aktuellen Stand. Ich bin da mal so ein bisschen vorsichtig, weil so richtig konkret weiß man ja eh nicht alles. Also was da nun tatsächlich konkret in die Alpha 11 kommt oder was vielleicht ein Ticken später kommt oder was dann in der Alpha 12 erst kommt, das weiß ja auch noch kein Mensch. Also, ach so, was ich noch gelesen hatte, es gibt wohl auch nachher so ein, ja, wie soll ich das sagen? Das nennen, wie hieß das im Englischen? Biom Delivery oder Biom, keine Ahnung. Ich komme jetzt nicht aufs Wort. Auf jeden Fall ist es so, dass ihr diesen Übergang zwischen zwei verschiedenen Biomen, das haben sie jetzt so ein bisschen miteinander vermischt. Das heißt, es würde jetzt zum Beispiel so laufen, nehmen wir jetzt mal an, hier ist ja nun mal das normale Biom, also das normale grüne Biom. Jetzt nehmen wir mal an, hier wäre die Linie Schneebiom. Also hier drüben wäre jetzt alles auf einmal Schnee. Dann ist es nicht mehr so, dass ihr quasi einen konkreten Strich habt. Ne? Also hier grün und plötzlich zack, alles weiß. So wird es dann nicht mehr laufen. Sondern in Zukunft ist das so ein bisschen verschmolzen. Das heißt, ihr werdet hier mal einen Fleck Schnee sehen, da mal einen Fleck Schnee sehen. Und dann wird es immer mehr Schnee, bis nachher das Grüne komplett weg ist und ihr nachher ein vollwertiges Schneebiom habt. Also sagen wir mal, die Gebiete gehen so ein bisschen mehr ineinander über. Das soll dann wohl auch mit der Alpha 11 kommen. Klingt für mich auch super plausibel und vor allem sieht das auch richtig nett aus, kann ich mir vorstellen. Wenn man halt wirklich so einen seichten Übergang hat von Biom 1 zu Biom 2. Da manchmal ist es schon ein bisschen blöd, du läufst hier durch die Gegend und zack, stehst du im Schneebiom oder in irgendeinem anderen Biom, ohne irgendwelche Anzeichen gesehen zu haben. Und das ist vielleicht nachher auch interessant, dass man andere Biome vielleicht schneller finden kann, wenn man die Anzeichen sieht für ein Schneebiom oder für eine Wüste und was weiß ich nicht alles. Ich weiß ja nicht, wie breit nachher sag ich mal, diese Toleranzgebiete sind. Ja, das ist das, was mir jetzt spontan auch nochmal eingefallen ist. Wie gesagt, wahrscheinlich habe ich die Hälfte eh vergessen. Und es gibt da wahrscheinlich noch x andere Sachen, die man in den Foren finden kann, wenn man sich jetzt wirklich damit beschäftigt. Denn 10 Eier, dann kann ich damit fünfmal Schwein herstellen, also fünfmal Bacon Eggs. So. Und dann machen wir noch mal ein bisschen hier. So. Also an Essen haben wir, denke ich mal, erstmal genug. Vor allem hier haben wir ja auch noch ein bisschen und hier haben wir noch ein paar Kartoffeln, die muss ich auch gleich nochmal reinholen. So sieht es auf jeden Fall aus. Ein paar Bullet Casings haben wir da, dann ein paar Felle, die schmeiße ich da mit rein. Und wir brauchen noch Stein. Habe ich noch normal Stein da? Gut, hier ein bisschen Stein, aber ich brauche auf jeden Fall noch großen Stein. Also hier diesen richtigen Stein, da werde ich noch mal, glaube ich, ein bisschen Stein abbauen gehen. Ach so, hier haben wir noch ein bisschen Fett, das können wir da gleich mit reinpacken. Papier habe ich alles verbraten. Packe ich erstmal hier hin Papier, obwohl das auch Blödsinn. Ich brauche das eh für die Shotgun Shells, also packe ich sie hier hin. Sups. Auch bald voll die Kiste. Ja, soweit so gut. Das ist eigentlich so das, was mir jetzt so spontan eingefallen ist. Also ihr seht schon, es wird sich eh eine Menge ändern. Und ich denke mal, das, was sich letztendlich ändert, da werden noch zig mehr Sachen bei sein. Das wird nicht nur die Unity 5 sein, das werden nicht nur so Kleinigkeiten sein, sondern ich denke mal,
da kommen noch richtig viele, richtig gute Sachen dazu, vor allem auch in der Zukunft. Also ich glaube, wir brauchen uns da keine Sorgen machen. Ein Beispiel war auch von Madmool, dass die, ich weiß jetzt nicht konkret die Zahl, wie viele Einheiten die verkauft haben. Ich meine 2 Millionen Einheiten von 7 Days to Die. Lasst mich lügen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall sagte er, die haben auf jeden Fall genug Geld mit 7 Days to Die eingenommen, um wirklich sich dann quasi ihre Träume in der Entwicklung erfüllen zu können. Also muss man jetzt nicht die Angst haben, dass von heute auf morgen die Kohle ausgeht und sie denken, okay, wir stampfen das Spiel ein, wir stampfen die Entwicklung ein. Also es hat für mich so den Eindruck, als wenn die wirklich das Spiel immer schön weiterentwickeln können. Und das ist doch, glaube ich, auf jeden Fall die wichtigste Nachricht. Weil es gibt ja auch andere Negativbeispiele, aber das habe ich ja schon öfters mal erklärt, dass ich das immer schade finde, dass man irgendwo Geld in ein Projekt reinsteckt, auch wenn es noch eine Alpha ist, auch wenn man das Risiko erkennt, aber man wünscht sich ja doch, dass das Spiel irgendwann fertig ist. Und manche Spiele schaffen das richtig gut, wie The Forest oder Stranded Deep, und es gibt halt richtig viele gute Alphas und die das Geld auch wirklich wert sind, auch schon im Entwicklungsstadium. Und es gibt halt auch Spiele, die selbst als fertige Version nicht das Geld wert sind. Und das finde ich mir persönlich sehr, sehr schade, weil man soll ja das Geld auch ausgeben und ich finde, man soll es auch gerne ausgeben. Ich bin jedenfalls gerne bereit, für gute Spiele auch vernünftig Geld auszugeben. Also vernünftig Geld meine ich jetzt natürlich nicht, was weiß ich, paar hundert Euro oder so, aber wenn man weiß, was für eine Qualität dahinter steckt, dann gibt man auch gerne mal einen Euro aus. Naja, wie dem auch sei, ich weiß noch nicht, wie viele Folgen ich produzieren werde. Ich werde das, glaube ich, jetzt erstmal just in time machen, weil es könnte ja innerhalb dieses einen Monats jederzeit zum Release der Alpha 11 kommen. Insofern werden von heute auf morgen keine 7 Days to Die Folgen mehr kommen, denn seid mir nicht böse, es kommt dann auf alle Fälle noch was mit der Alpha 11. Oder vielleicht ein bisschen verspätet oder an einem anderen Tag, müssen wir mal sehen. Ich mache das immer so peu à peu. Und dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge 7 Days to Die Nordisch allein zu Hause wieder. Macht's gut und tschüss.